Ja, vielen Dank, Herr Lossau. Ich bin sehr gerne hier an diesem erstens wunderschönen Ort und zu einem sehr, sehr schönen Anlass. Sehr geehrter lieber Herr Jäckle, sehr geehrter Herr Eichel vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes Niedersachsens, lieber Herr Gärtner als unser Sprecher, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Lauer, es gibt viele, die ich gerne noch einzeln begrüßen würde, das aber jetzt nicht tun kann. Natürlich sehr geehrter Herr Krull als unser Stiftungsrat, Vorsitzender. Und ich hoffe, dass Sie hier jetzt eine wunderschöne Tagung haben werden und freue mich, dass die Universität Göttingen für den Research Campus Göttingen, also zusammen mit den außeruniversitären Instituten, das Göttinger Center for Digital Humanities eröffnen kann und ich Sie dazu begrüßen darf. Dass es hier nicht mehr Leute geben kann, wurde gerade gesagt. Das hat auch feuerpolizeiliche Gründe und es ist schade. Ich glaube, da müssen wir noch sehen, dass wir bei solchen Gelegenheiten noch mehr Leute unterkriegen. Das in den letzten Jahren so enorm gewachsene Interesse an den neuen Formen digital vernetzter wissenschaftlicher Arbeit ist längst nicht nur ein Thema einzelner wissenschaftlicher Communities, wie jetzt insbesondere der Teilchen- oder Astrophysik oder vielleicht sogar auch in den Lebenswissenschaften, sondern es gehört zum Forschungsalltag in immer mehr Fächern und wie wir jetzt sehen, auch in den Humanities, also in den Geisteswissenschaften. Fast ist das ein Grund für mich zu sagen, ich muss doch nochmal in die Wissenschaft zurück, aber ich glaube, das kann ich jetzt nicht. Genomdatenbanken, elektronische Krankenakten und digitale Statistiken zur Biodiversität sind Selbstverständlichkeit geworden. Computermodelle spielen in den unterschiedlichsten Fächern von der Materialforschung bis zur Evolutionstheorie eine sehr, sehr schnell wachsende Rolle. Und daraus sind dann auch neue Fächer entstanden, wie die Bio- oder Medizininformatik, die Geo- oder Wirtschaftsinformatik und, das durfte ich auch in den gleichen Räumen letztlich erleben, die Computerlinguistik. Aus meiner Arbeit im Wissenschaftsrat weiß ich, dass diese Entwicklungen auch Änderungen in der Forschungsinfrastruktur nach sich ziehen müssen, kann man eigentlich sagen. Und im Frühjahr dieses Jahres hat der Wissenschaftsrat dann auch die Empfehlungen zu den Forschungsinfrastrukturen in den Geistes- und Sozialwissenschaften verabschiedet. Und ich durfte oder hatte das Privileg, als Mitglied des Wissenschaftsrates auch an diesen Empfehlungen mitzuarbeiten. Der Wissenschaftsrat hat sich dafür ausgesprochen, neben Großgeräten und Wissensressourcen wie Sammlungen, Archiven, digitalen Datenbanken und Datensammlungen als Forschungsinfrastrukturen zu betrachten, die dann auch nochmal eine gesonderte Aufmerksamkeit und Förderung bedürfen. Ähnliche Empfehlungen, wie es hier in Deutschland über den Wissenschaftsrat gelaufen ist, liegen auch auf europäischer Ebene vor, wie zum Beispiel dem European Strategy Forum on Research Infrastructures. Mit der Eröffnung hier des Göttinger Centers for Digital Humanities nimmt die Universität Göttingen diese Herausforderungen des digitalen Zeitalters an und auch sehr prominent an mit den Anträgen und mit dem Campus zusammen, also mit den außeruniversitären anderen Instituten. Das tun wir, weil Göttingen schon länger und gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften für die Erweiterung etablierter Methoden durch die Entwicklung computergestützter Forschungsverfahren steht. Ich kann als Naturwissenschaftlerin sagen, das war für mich wirklich neu, als ich herkam, wie da die Geisteswissenschaften schon aufgestellt sind und dass man jetzt Textanalysen, Textentdeckungen eben ganz anders macht. Ein spannendes Gebiet, wo ich hoffe, dass ich mich, erst wenn das Zukunftskonzept erstmal geschrieben ist, auch ein bisschen mehr mit einlenken kann. Was vor mehr als zwei Jahrzehnten mit der Digitalisierung großer Bibliotheksbestände begann, zur Gründung des Göttinger Digitalisierungszentrums geführt hat, Zusammenschlüssen, die Deutsche Initiative für Netzwerkinformationen und anderen Initiativen zum Open Access, hat eben die Universität zu wichtigen Infrastrukturen und Ideen gebracht, die sich heute mit dem Vorhaben TextGrid auf internationaler Ebene, mit dem Daria.de auf nationaler Ebene und eben dem Projekt Digital Humanities auf regionaler Ebene neue Dimensionen erreichen. Und ich kann stellvertretend für die vielen, die sicher dabei mitgeholfen haben, nochmal von der Universitätsseite her den Dank an Herrn Lauer und Herrn Lossau und eben alle anderen Akteure geben, dass diese Initiative die Universität auch mit ins Zukunftskonzept hinein unterstützt und einen wichtigen Beitrag in diesem Konzept liefern wird.
Dahinter stehen enorme Anstrengungen ganz unterschiedlicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihren neuen Ideen nicht selten auch gegen den Mainstream in ihren Fächern zum Durchbruch verholfen haben. Bibliotheken, die ihre Aufgabenstellung neu definiert, Rechenzentren, die neue Formen der Kooperation etabliert und Forschungsförderer, die neue Forschungsfelder identifiziert haben. Das alles konnte in den letzten Jahren in Göttingen sehr gut verwirklicht werden. Das Göttingen Center ist Ausdruck für diese, wenn ich es vielleicht mal besonders herausheben darf, Neufindung und Neuerfindung der Geistes- und Sozialwissenschaften, denn es bringt diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fächer, von Juristen über Geistes-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler bis hin zu den Theologen, aber auch die Staats- und Universitätsbibliothek natürlich, die Max Planck Digital Library, die Akademie der Wissenschaften zu Göttingen und die Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel sowie das Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften zusammen. Und diese Art der Initiative ist auch in einem Memorandum of Understanding eben gerade unterzeichnet worden. Dazu sagen sicher auch meine Nachredner noch etwas. Das ist für die Universität sehr, sehr schön. Sie, die Akteure dieser Aktivitäten, werden viel zu tun haben in den nächsten Jahren, denn große und kleinere Projekte laufen längst, aber es kommen auch sicher viele neue dazu. Und dazu gehören, um sie mal zu nennen, die Universitätssammlungen, die wir im Neuantrag unseres Zukunftskonzepts ja auch stärken wollen. Und um das dann alles umsetzen zu können und erfolgreich die nächsten 5 Jahre als Exzellenzuniversität genau diese Projekte voranzubringen, müssen wir uns vernetzen, hier in der Region vernetzen, mit den eben genannten Partnern, aber auch auf nationaler und internationaler Ebene vernetzen. Das tun wir ganz besonders in Europa mit dem Coimbra-Netzwerk, also der Coimbra Group, den 40 Universitäten, die auch Traditionsforschungsuniversitäten sind wie unsere. Wir haben also viel vor. Ich wünsche Ihnen allen ganz viel Erfolg bei Ihren Aktivitäten, von denen wir als Universität profitieren. Wir werden Sie sicher da, wo wir irgend können, unterstützen. Und ich freue mich ganz persönlich auf die Zusammenarbeit und wünsche aber auch Ihnen hier heute eine schöne Tagung und viele interessante Diskussionen und für unsere Gäste auch ein bisschen den Einblick in die Stadt Göttingen. Vielen Dank. Ja, verehrte Frau Präsidentin Beisiegel, lieber Herr Jeckle, lieber Herr Eichel, lieber Herr Lauer, Herr Lossau, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zukunft der Geisteswissenschaften, das ist ein Thema, das Forschungsförderer, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie die Wissenschaftspolitik seit vielen Jahren umtreibt. Oft wird diese Zukunft nicht nur von Vertreterinnen und Vertretern der betroffenen Fächer in schwarzen Farben gemalt. Die Geisteswissenschaften, so scheint es, was Drittmittel, Stellenausstattung und öffentliche Aufmerksamkeit betrifft, scheinen längst von den Naturwissenschaften und Lebenswissenschaften abgehängt worden zu sein. Die Exzellenzinitiative wird hier gerne als Beispiel zitiert, die Förderlinie Exzellenzcluster in erster Linie an den Bedürfnissen breit angelegter natur- und ingenieurwissenschaftlicher Teamforschung orientiert, kritisiert. Alle die allenthalben zu beobachtende Ökonomisierung und Vermessung der Wissenschaft geht in erster Linie zulasten der geisteswissenschaftlichen Fächer. Nicht selten werfen deren Fachvertreterinnen und Fachvertreter daher einen nostalgischen Blick zurück in Zeiten, zu denen die Geisteswissenschaften an deutschen Universitäten vermeintlich noch unbehelligt von Leistungskennzahlen waren und in voller Blüte standen. Doch heute gilt es nicht zurückzuschauen, sondern vielmehr nach vorne zu denken und zu blicken in eine zum Teil noch unbekannte, jedoch überaus vielversprechende Zukunft der Geisteswissenschaften. Eine Zukunft, die durch eine vergleichsweise neue Technik eröffnet worden ist, die Digitalisierung. Dank dieser Technik kann das kulturelle Erbe für künftige Generationen auf eine neue Weise erschlossen und gesichert werden. Große Datenmengen werden nun ortsunabhängig verfügbar und in ganz neuer Weise analysier- und systematisierbar. Seltene Bücher und Drucke werden weltweit zugänglich.
Archivarbeit erfolgt nicht mehr in geschlossenen Systemen. Forschungsprozesse werden neu formiert. Forschungsergebnisse werden nicht zuletzt dadurch, dass auch die Quellen digital verfügbar sind, transparenter. Und neue Formen der Zusammenarbeit über Länder- und Disziplinengrenzen hinweg werden möglich. Kurz, die neue Technik hat das Potenzial, die Arbeitsweise und das Selbstverständnis der Geistes- und Kulturwissenschaften grundlegend zu verändern. Eine Veröffentlichung im Fachmagazin Science vom Dezember 2010, das an und für sich für die Geisteswissenschaften eher nicht das Blatt der Wahl ist, gibt aber einen Eindruck davon, welche Möglichkeiten sich durch die Digitalisierung von Büchern ergeben. Wissenschaftler der Universität Harvard haben aus dem gewaltigen Datenfundus, den Google Books durch seine weltweiten Scan-Aktionen inzwischen aufgebaut hat, 5,2 Millionen Bücher ausgewählt, die in 7 verschiedenen Sprachen verfasst zwischen 1800 und 2000 erschienen sind. Computergestützte Analysen dieser riesigen, sich über 2 Jahrhunderte erstreckenden Datenmenge sollen historische, kulturelle und linguistische Bezüge und Verknüpfungen aufdecken. Auf diese Weise soll die Geschichte der Kultur so systematisch entschlüsselt werden wie das menschliche Genom. Mithilfe des neu entwickelten Suchinstruments haben die Forscher bislang, wie übrigens ja auch bei der Genomanalyse, zunächst mal nur etwas herausgefunden, was wenig überrascht. Nämlich, dass die Häufigkeitsverteilung des Wortes Influenza mit dem Auftreten der großen Pandemien genau übereinstimmt. Doch auch andere Trends ließen sich feststellen. So können die Forscher zum Beispiel eine Verdopplung des englischen Wortschatzes in den letzten 100 Jahren belegen. Während die englische Sprache sich im Jahr 1900 noch mit 544.000 Wörtern begnügte, umfasste sie im Jahr 2000 mehr als 1 Million Wörter. Noch ist diese Forschungsmethode nicht ausgereift, doch die Möglichkeiten, die sie eröffnet, bergen erhebliches Potenzial für den Gewinn neuer, spannender kulturwissenschaftlicher Erkenntnisse. So können vor allem Fragestellungen bearbeitet werden, die von keinem noch so versierten Buchgelehrten allein jemals beantwortet werden könnten. Die Chancen, die sich durch die Digitalisierung für geisteswissenschaftliches Forschen und Arbeiten ergeben, werden von immer mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erkannt. Hierzulande ist die Digital Humanities Community sehr aktiv. An vielen Orten, unter anderem in Darmstadt, Göttingen und Berlin, werden Forschungs- und Infrastrukturprojekte gestartet. In den kommenden Jahren wird es vor allem darum gehen, diese Aktivitäten zu bündeln und Bundesländer- und institutionenübergreifende Strategien für die Digitalisierung der großen Schätze, die in unseren Bibliotheken und Archiven lagern, weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die 2009 von Bund und Ländern beschlossene Einrichtung einer deutschen digitalen Bibliothek, die Ende dieses Jahres online gehen soll. Herr Lossau kann uns gleich sicher sagen, ob das tatsächlich realisierbar ist. Aber weitere Schritte, insbesondere zur Vernetzung der wissenschaftlichen Bibliotheken und der e-Humanities Community, müssen und werden folgen. Dass wir heute in Göttingen ein neues Zentrum für diese Community eröffnen können, freut mich sehr, denn damit zeigt die Göttinger Universität, dass die Geisteswissenschaften in ihrer Zukunftsplanung anders als seinerzeit von der Kommission, die Göttingen bei der ersten Runde der Exzellenzinitiative besucht hatte und entsprechende Befürchtungen geäußert hat, dass in dieser Zukunftsplanung die Geisteswissenschaften namentlich auch im Zukunftskonzept für die dritte Förderlinie der Exzellenzinitiative einen festen Platz haben. Die Universitätsleitung unterstreicht damit zugleich, dass sie das Potenzial neuer Entwicklungen in den Geisteswissenschaften erkennt und nachhaltig fördern will. Dank also auch an Sie, liebe Frau Beisiegel, sowie Ihre Kolleginnen und Kollegen im Präsidium. Selbstverständlich ist die Gründung des Zentrums nicht allein auf die Weitsicht der Göttinger Universitätsleitung zurückzuführen. Vielmehr verdankt sie sich in erster Linie dem Engagement und der Expertise der Göttinger Universitätsbibliothek und den an der Göttinger Universität tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Stellvertretend für viele andere Beteiligte möchte ich an dieser Stelle ganz besonders Herrn Lauer und Herrn Lossau für ihr großes Engagement danken. Und ich finde, das ist eigentlich schon ein Beifall wert, wie Sie das bisher vorangetrieben haben. Um einer Einrichtung wie das
Center for Digital Humanities zu schaffen, bedarf es allerdings nicht nur, und das sehen Sie mir mit meinem anderen Hut als Generalsekretär der Volkswagen Stiftung hoffentlich nach, bedarf es nicht nur einer Reihe von Ideen, sondern auch von Geldgebern. Und so freut es mich sehr, dass es durch das Zusammenwirken des niedersächsischen Ministeriums für Kultur und Wissenschaft, und ich finde es sehr schön, Herr Eichel, dass Sie gleich auch dazu sich noch äußern können, dass es hier im Zusammenwirken zwischen dem MWK, der Wissenschaftlichen Kommission und der Volkswagen Stiftung gelungen ist, diese wichtige Zukunftsinvestition zu realisieren. Die Arbeit des Zentrums werde ich in den kommenden Jahren mit großem Interesse verfolgen. Ich bin überzeugt, dass es gelingen wird, hier nicht nur ein wichtiges Forschungszentrum zu schaffen, sondern auch die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis und nicht zuletzt zum Beispiel durch internationale Sommerschulen zwischen Forschung und Lehre zu schlagen. Die Eröffnung des Göttingen Center for Digital Humanities gibt Anlass, optimistisch in die Zukunft der Geisteswissenschaften zu blicken. Und so lassen Sie mich zum Schluss den Haus- und Hofdichter von uns Hannoveranern zumindest, Wilhelm Busch, zitieren, der mal gesagt hat, und zwar schon vor 100 Jahren, ich bin Pessimist für die Gegenwart, aber Optimist für die Zukunft. Vielen Dank. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter lieber Herr Kull, sehr geehrter Herr Professor Jeckle, sehr geehrter Herr Losser, sehr geehrter Herr Gärtner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte vor etwa 3 Jahren die Gelegenheit, am Humanities Workshop in der Universitätsbibliothek teilzunehmen. Da hat ein Raum gereicht, korrigieren Sie mich, für etwa 20 bis 30 Personen. Und heute haben wir gehört, dass die Feuerpolizei Bedenken hatte bei der Nachfrage in diesem Raum. Und ich finde, das ist ein gutes Zeichen für die vergangenen 3 Jahre. Und Ihre Anwesenheit ist ein Indiz dafür, dass sich in diesen vergangenen 3 Jahren sehr viel bewegt hat. In den vergangenen 3 Jahren wurden erste Ideen für das Göttinger Zentrum geschmiedet. Es hat einige Zeit gedauert, bis sich die Vertreter der Bibliotheken, der Rechenzentren und die Vertreter der Fakultäten geeinigt haben. Aber dass ihnen die Einigung gelungen ist, und da will ich auch nochmal wie Herr Kohl, Herrn Losser und Herrn Lauer besonders erwähnen, und dass sie so überzeugend gelungen ist, das zeigt eine Ausdauer und eine Hartnäckigkeit im Sinne der Sache. Und es zeigt vor allem aus meiner Sicht, dass sich das Verhältnis zwischen den Infrastrukturen und den Disziplinen, wenn ich die viele am Zentrum beteiligten Einrichtungen so verkürzt nennen darf, in den Geistes- und Sozialwissenschaften deutlich gewandelt hat. Es ist evident, der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess wird seit Jahrzehnten durch die Finanzierung von Großgeräten, von Teilchenbeschleunigern, von Teleskopen, von Klimastationen zur Durchführung von Experimenten und systematischen Beobachtungen vorangetrieben. Und vielleicht war es ein erstes Indiz, dass der Wissenschaftsrat nicht nur in diesem Jahr, sondern schon vor 5 Jahren, 2006, den Begriff Großgeräte zunehmend abgelöst hat und von Forschungsinfrastrukturen gesprochen hat und damit das Denken über Datensammlungen, Archive der Sozial- und Geisteswissenschaften mit in den Blick genommen hat und damit auch den Wissenschaftsförderern, Bund und Ländern als Aufgabe mitgegeben hat. Damit deutet sich eigentlich schon das an, was in Göttingen heute offiziell begonnen wird. Aus den Infrastrukturen zur Aufbewahrung und Tradierung von Wissen und den davon distinkten Fakultäten sind mit den digitalen Sozial- und Geisteswissenschaften gemeinsame Einrichtungen gewachsen. Die Bibliotheken sind ja schon vorher von Zeit zu Zeit als Labore der Geisteswissenschaften apostrophiert worden, aber ich glaube, im Göttinger Center for Digital Humanities und an anderen Orten wird ein eigenständiger Weg zum Verständnis des Begriffs Forschungsinfrastrukturen entwickelt. Man hat sich von den Großgeräten emanzipiert und geht einen neuen Weg für die Geistes- und Sozialwissenschaften. Und ich glaube, das ist ein Ausdruck fachkulturellen Selbstbewusstseins, auf den Sie, die Handelnden, sehr stolz sein können. Der Wissenschaftsrat, das ist heute bereits zitiert worden, hat diese Tendenz Anfang des Jahres mit den Worten zusammengefasst, Bibliotheken und Rechenzentren würden von bevorratenden Hilfseinrichtungen zu Inkubatoren für neue und innovative Fragestellungen. Das ist ein wenig technokratisch, aber ich glaube, treffend, um die Tendenz auszudrücken. Natürlich, es stellt sich bei diesen Veränderungen immer öfter die Frage, welchen Modernisierungsprozessen etwa die geisteswissenschaftliche Publikationskultur hierdurch unterliegt. Wie könnte diese Zukunft aussehen? Welche Technologien, Tools und Services können aus der Informatik abgeleitet werden und Anwendungen in den Geisteswissenschaften finden? Auch die dauerhafte Bereitstellung, Archivierung und Langzeitarchivierung der Publikationen, die Integration in die Arbeitsprozesse und Forschungsumgebungen und die technische Unterstützung der Wissenschaftler beim elektronischen Publizieren
sind bisher nur in Teilen beantwortete Fragen. Also für das Göttingen Center ein weiter Raum und viele dringliche Aufgaben. Aber das Zusammenbringen von analog und digital in der Forschung ist, glaube ich, kein Gegensatz für die Geisteswissenschaften. Es geht in der Forschung für die E-Humanities genau um dieses Spannungsfeld und ich sehe hier die Chancen und die Herausforderungen für dieses Hybridmodell. Ich glaube, das Land hat in den letzten Jahren gezeigt, dass ihm diese Entwicklung sehr am Herzen liegt und mit dem schon von Herrn Kuhl genannten groß angelegten Verbundvorhaben Digital Humanities, computerbasierte Infrastruktur, Forschung und Lehre in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird jetzt von Göttingen ausgehend der nächste Schritt geplant, um das Projekt der digitalen Geisteswissenschaften voranzutreiben. Aus den Mitteln des Vorab stehen dafür für die nächsten 3 Jahre 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Natürlich würde ich das gerne jetzt als Morgengabe quasi in die Wiege des Zentrums legen. Die Gutachter haben noch ein kleines Kaviat ausgesprochen. Ich bin guter Hoffnung, dass man das auflösen kann in den nächsten Wochen und dass dann auch diese Forderung zum Tragen kommt. Ich wünsche dem Göttinger Center for Digital Humanities besonders im Namen von Ministerin Wanka viele neue Erkenntnisse in diesem spannenden Themenfeld. Ich hoffe, dass Sie heute und morgen hier eine spannende und intensive Debatte haben. Und ich wünsche dem Göttinger Center viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Weisiegel, sehr geehrter Herr Stiftungsratsvorsitzender, lieber Herr Kohl, sehr geehrter Herr Eichel, sehr geehrter Herr Lauer, lieber Herr Losser. Ich freue mich sehr über diese Einladung zum Festtag anlässlich der Eröffnung des Göttinger Center for Digital Humanities. Wie ich Göttingen kenne, wird es zwar sehr rasch zum GCDH degenerieren, aber dennoch eine Strahlkraft entwickeln, die den Wissensstandort Göttingen, die Universität, gemeinsam mit den außeruniversitären Einrichtungen weiter stärkt. Soziale Netzwerke sind ein alter Hut, aber nichts geht mehr ohne sie. Und das schon viel länger, als man gemeinhin vermutet. Die Gelehrtenrepublik der Aufklärung, die Res Publica Literaria, war aus heutiger Sicht einer der tiefsinnigen Vorläufer von Facebook, das sich ähnlich wie heute Netzwerke von nationalen Grenzen oder Sprachbarrieren wenig beeindrucken ließ. Philosophen, Schriftsteller und andere Denker standen in regem Briefwechsel, darunter Leibniz, Linné, Voltaire, Rousseau, Franklin, Newton und Diderot. Heutzutage interessieren sich auch nicht nur Informatiker, sondern immer mehr Geisteswissenschaftler für die Möglichkeiten der Visualisierung von historischen Daten in mehreren Dimensionen. Wer schrieb wann, wie oft, an wen, woher und wohin? Solches Wissen kann man entweder sehr mühselig aus vielbändigen Kompendien zusammensuchen oder es mit Hilfe moderner elektronischer Datenbanken auf Knopfdruck auf dem Schreibtisch präsent haben und ihm einen neuen, erweiterten Sinn geben. Die sogenannten Electronic Enlightenment Datenbanken enthält mehr als 55.000 Briefe und Dokumente, die im 17., 18. und 19. Jahrhundert zwischen den Gelehrten der Res Publica Literaria ausgetauscht wurden. Eine Herausforderung für die digitalen Geisteswissenschaftler von heute. Studenten und Professoren der Stanford University haben sich dieser Aufgabe angenommen. Ihr Projekt Mapping the Republic of Letters visualisiert das soziale Netzwerk der Aufklärung, indem es die verschiedenen Dimensionen der historischen Datenbank als interaktive Karte online aufbereitet. Dan Edelstein von der Stanford University zeigt sich beeindruckt über die Aufklärer. Sie waren in der Lage, die öffentliche Meinung und kritisches Denken zu erschaffen und zu beeinflussen. Wenn etwas in einer Stadt oder einem Land passierte, war es bald auch anderswo bekannt und wurde diskutiert. Dank dieser Netzwerke gab es eine Art Informationsfreiheit. Digitale Geisteswissenschaften sind die Symbiose von Informatik,
und klassischen geisteswissenschaftlichen Disziplinen wie Literatur und Sprachwissenschaft, Geschichte, Philosophie und Kunstgeschichte. Durch den Einsatz computergesteuerter Methoden soll einerseits der Zugang zum Untersuchungsgegenstand, also Artefakten menschlicher Kultur, wie zum Beispiel literarischen Texten, Kunstwerken, historischen Dokumenten, verbreitert und demokratisiert werden. Und zum anderen soll daraus eine neue wissenschaftliche Perspektive entstehen. In den USA hat das Konzept der Computerphilologie bereits eine verhältnismäßig lange und, so scheint es mir jedenfalls, integrative Geschichte. Sie wurden schon 1992, also vor fast 20 Jahren, an der University of Virginia, das Institute for the Advancement of Technology in the Humanities, gegründet. Ähnliche Bemühungen gibt es auch auf europäischer Ebene, aber mit einem anderen Schwerpunkt. So wurde zum Beispiel erst 2005 das Projekt DARIA, also Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, initiiert, welches auf deutscher Seite unter anderem von der Max Planck Digital Library getragen wird. Bei DARIA, wie auch bei anderen interessanten Programmen wie TextGrid, stehen allerdings technische Aspekte relativ deutlich noch im Vordergrund. Der Transfer von E-Science-Methoden, netzbasierten Arbeitens, in die Geisteswissenschaften ist allerdings kein technisches, sondern mehr ein kulturelles und wissenschaftssoziologisches Problem. Und Analysen, Annotationen, Editionen und Publikationen sind zwar für Linguisten und Editionswissenschaftler mitunter interessant, für das Gros der Geisteswissenschaften in Deutschland ist es aber so noch nicht. Aber was noch nicht ist, kann ja durchaus irgendwann werden. Vielleicht, wenn man die Fachwissenschaftler ähnlich wie in den USA stärker in die Entwicklungsprozesse mit einbezieht. Gerade das offensichtliche Interesse von Fördereinrichtungen an dem Themenkomplex Digital Humanities sollte jedenfalls auch Wissenschaftler in Deutschland zumindest aufhorchen lassen. Wann und wo wird zum Beispiel in Deutschland der erste Lehrstuhl für digitale Literaturwissenschaft ausgeschrieben? Wann wird das erste Institut für digitale Geisteswissenschaften eröffnet? Eine interdisziplinäre Forschungseinrichtung wäre wohl am besten. Und vielleicht könnte ja hier Göttingen erneut eine Vorreiterrolle übernehmen. Wer weiß, vielleicht kommt man ja so auch noch schneller zu der vielbeschworenen Exzellenz in Deutschland. Die Universität Göttingen ist seit langem ein unverzichtbarer wie verlässlicher Partner der Max-Planck-Gesellschaft. Auch und insbesondere der Max-Planck-Institute hier in Göttingen natürlich. Erst kürzlich ist diese Partnerschaft durch eine Rahmenvereinbarung zwischen der Universität Göttingen und der Max-Planck-Gesellschaft erneuert und gefestigt worden. Ein gemeinsames Rechenzentrum, die GWDG, bietet beste technische Voraussetzungen für gemeinsame informations- und datenbezogene Aktivitäten. Wesentliche Träger der heute beschlossenen Partnerschaft sind die SUB Göttingen und die Max Planck Digital Library. Ein lebendiger Schwerpunkt der Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen sind virtuelle Forschungsumgebungen, deren Management sowie das Eintreten für den freien Zugang zu wissenschaftlicher Information im Sinne des Open Access. Das Schöne an diesem Memorandum of Understanding ist, dass es jetzt heute zwar geschrieben, aber längst schon eigentlich gelebt ist. Und ich glaube, das ist wichtiger, als heute diese Unterzeichnung vorzunehmen, weil es ist wirklich unsere Absicht, zur Fortführung und Ausweitung einer erfolgreichen Zusammenarbeit, die wir heute mehr oder weniger besiegelt haben. Sie bedeutet, erstens, Forscher müssen die Dinge an ihrem Arbeitsplatz im Blick haben, damit sie wirklich arbeiten können.
Dies gilt für Fachliteratur, also die Digital Library, ebenso wie für Forschungsdaten, Digital Research. Zweitens, Forscher müssen effizient arbeiten. Hier brauchen sie entsprechende elektronische Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, über die Institutsgrenzen hinaus weltweit rasch zusammenzuarbeiten. Austausch und neue Effizienz. Dadurch entsteht ein erweiterter kreativer Freiraum für neue Erkenntnisse. Drittens, Forscher müssen ihre Versuchungsergebnisse rasch und zeitnah publizieren können, damit andere Forscher sie eben auch rasch und zeitnah im Blick haben. Der freie und vollständige Austausch von Forschungsdaten, Forschungsergebnissen und Publikationen fördert den direkten Diskurs, schafft dadurch neue Erkenntnisse und fügt Teilaspekte rasch zu einem omnipräsenten Gesamtverständnis einer Wissenschaftsdisziplin zusammen. Indem wir dies in unserer Zusammenarbeit adressieren, wird zusätzlicher Wert für die Universität und für die Max-Planck-Gesellschaft und für die Wissenschaft ganz allgemein und an sich geschaffen. Das wünsche ich Ihnen allen, die an diesem Projekt beteiligt waren und sind und solche, die in Zukunft teilnehmen werden. Und allen denen, die das ermöglicht haben, möchte ich hiermit im Namen der Max-Planck-Gesellschaft meinen herzlichen Dank aussprechen. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, der Reigen nähert sich dem Ende. Liebe Frau Präsidentin Weisiegel, sehr geehrte Vorredner, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war Sonntag, der 25.11.2007 um 18.15 Uhr, als ich den ersten Entwurf zum Aufbau des Göttingen E-Research Institute, Abkürzung damals GERI, ein interdisziplinäres Forschungs- und Servicezentrum, an die Mitplaner und Denker Heike Neuroth und Gerhard Lauer geschickt habe. Meine E-Mail endete mit den Worten: Ich bitte die Kurzfristigkeit der Anfrage zu entschuldigen und bitte ebenso um offene Worte, falls das Ganze eine Schnapsidee sein sollte. Heute wissen wir sozusagen offiziell, dass das Ganze keine Schnapsidee war. Digital Humanities, das haben die Vorredner bereits ausgeführt, sind mit dem GCDH Teil der universitären Strategie geworden. Mit der vollen Unterstützung unserer neuen Präsidentin, Frau Professor Weisiegel, und von der ersten Stunde an in engster Partnerschaft mit dem Kollegen und heutigen geschäftsführenden Vorstand des GCDH, Professor Gerhard Lauer. Mehr noch, die Digital Humanities haben die Unterstützung des niedersächsischen MWK, der Volkswagen Stiftung, wie wir heute gehört haben, und des BMBF und reichen damit über den Standort Göttingen hinaus. Göttingen selbst wäre allerdings nur halb so erfolgreich, wenn es nicht herausragende Partner außerhalb Göttingens hätte. Wie bereits von Vizepräsident Jeckle und Präsidentin Weisiegel vernommen, gehört die MPDL zu unseren wichtigsten strategischen Partnern. Und ich bin froh, den Leiter der MPDL, Herrn Dr. Sander, heute auch zu unseren Gästen zählen zu dürfen. Darüber hinaus sind aber insbesondere zwei Personen zu nennen. Die haben ihre jeweilige Institution gewechselt in den vergangenen 12 Monaten. Der eine ist Herr Professor Fotis Yannidis, der heute an der Universität Würzburg ist und zuvor an der TU Darmstadt war. Und der andere ist Frau Professorin Andrea Rapp, heute an der TU Darmstadt, zuvor an der Universität Trier. TechScrit und Daria wären ohne diese beiden nicht denkbar gewesen. Ohne ihre Kreativität, ihre wissenschaftliche Expertise, nämlich genau das Zusammenführen von Wissenschaft und Infrastruktur, ihr Durchhaltevermögen auch in bewegten Tagen. And for our international activities, we rely on the support of renowned colleagues just such as Dr. Tobias Blanke, King's College London. And it has been our special interest and pleasure to participate in the European Holocaust Research Infrastructure Project, ERI, where one of the key partners, Dr. Chaim Gärtner, Yad Vashem, Jerusalem, gives us the honor today to open the conference with his keynote right after this welcome session.
Die zuvor genannten können Sie im Laufe des heutigen Tages noch authentisch im Programm kennenlernen. Die vielen anderen Partner mögen mir verzeihen, dass ich diese stellvertretend für alle nenne. Digital Humanities, dieser Begriff stößt in Bibliotheks- und Wissenschaftskreisen noch heute auf eine gewisse Skepsis. Es klang an, auch bei Herrn Krull. Wird dadurch unsere Forschung besser? Ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Kritisches Hinterfragen ist erwünscht. Unnötige Selbstzweifel in den Geisteswissenschaften sind allerdings nicht notwendig. Denn worum geht es zunächst einmal? Neue Experimente sollen ermöglicht werden. Die Art und Weise, wie Forschung durchgeführt wird, wird den Möglichkeiten der Digitalisierung und des Internets angepasst. Neue Software wird entwickelt, die beispielsweise mit Text und Object Mining neue analytische Verfahren eröffnet und Ergebnisse zugleich in ungewohnter, für Wissenschaften und Öffentlichkeit gleichermaßen überzeugender Weise auch visualisiert darstellen kann. Warum schauen Ministerien, Förderer, Universitätsleitungen, Anwesende natürlich ausgeschlossen, und die Öffentlichkeit mit Ehrfurcht auf neue, unzweifelhaft bahnbrechende Lichtmikroskope in der Nanoforschung und reagieren nicht selten mit Unverständnis auf sogenannte Instrumente in den Geisteswissenschaften, die zum Beispiel ganz neue Einblicke in die Wechselwirkung und Verläufe von Ideengeschichten manifestiert über Schriftzeugnisse in Kombination mit Sammlungsobjekten, so bei Blumenbach Online, dem kooperativen Langzeitprojekt der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen mit der Universität. Sind die Petabyte-Datengrößen eines LHC wirklich eindrucksvoller als die Daten des kulturellen Erbes in einem Bundesland, in Deutschland, Europa oder gar weltweit? Es ist auch der Abteilung F&E der SUB und namentlich ihrer Leiterin Dr. Heike Neuroth zu verdanken, dass sie gemeinsam mit den zuvor erwähnten Partnern die Digital Humanities sukzessive aus einer Exoten-Nische geführt hat. TextGrid ist als einziges geisteswissenschaftliches Projekt in der deutschen DGRID-Initiative des BMBF verankert. Gemeinsam mit den Partnern ist es gelungen, auch das BMBF, dessen zuständigen Referenten, Herrn Dr. Kahler, wir hier ebenfalls begrüßen dürfen, von der Ernsthaftigkeit der Digital Humanities zu überzeugen. DARIA, über das Sie später mehr hören werden, ist seit März eines der Flaggschiff-Projekte im Bereich der Geisteswissenschaften des BMBF in diesem Bereich. Als SUB sind wir stolz auf unsere Abteilung F&E, die mit lediglich 4,5 Stellen Stammpersonal mittlerweile fast 40 Projektmitarbeiter beschäftigt und alleine in 2010 neu 2 Millionen Euro Projektmittel eingeworben hat. Sie bildet unsere Brücke zur Forschung und dies mittlerweile nicht mehr nur in den Geistes-, sondern auch in den Naturwissenschaften. Aber nicht nur diese Grenze haben wir erfolgreich überwunden. Heute arbeiten wir eng mit der Akademie der Wissenschaften in Göttingen zusammen, mit dezidierter Unterstützung des Präsidenten, Professor Stark, und der Generalsekretärin, Frau Dr. Schade, die erfreulicherweise auch heute hier ist und teilnimmt. Auch die Kooperation mit dem Göttinger MPI zur Erforschung multiethnischer und multireligiöser Gesellschaften hat Fahrt aufgenommen mit dem ERC, European Research Council, Projekt von Professor Wörtebeck, Global Diverse Cities. Gemeinsam mit dem GCDH und der GWDG, dem Rechenzentrum für die Uni Göttingen und Max Planck, Herr Professor Jäckler hat es bereits erwähnt, führen wir nicht nur den Göttinger Teil des DARIA-Projekts durch, sondern arbeiten auch im Bereich Forschungsdaten intensiv zusammen. Mit DARIA haben wir ein Projekt, in dem Mitarbeiter aus der Bibliothek, dem GCDH und der GWDG zusammen in gemeinsamen Räumlichkeiten sitzen. Wie Sie sich vorstellen können, führen solche Unternehmungen zu anfänglicher Verwirrung in der Verwaltung, generieren Nachfragen, aber auch diese Herausforderung meistern wir gemeinsam. Sehr geehrte Damen und Herren, neben der Universität ist der heutige Tag auch für die SUB Göttingen ein besonderes Ereignis. Was 1997 mit der Gründung des Göttinger Digitalisierungszentrums, GDZ, begonnen hat, nämlich die schrittweise Digitalisierung unserer herausragenden Bibliothekssammlungen, ist heute mit der virtuellen Forschungsumgebung TextGrid in der Forschung angelangt und mit DARIA in der nationalen und europäischen Infrastruktur für die Geistes- und Kulturwissenschaften.
Das niedersächsische Vorabprojekt Digital Humanities, gefördert aus Mitteln der Volkswagen-Stiftung durch das niedersächsische MDK, führt Forschung, Lehre und Infrastruktur zusammen. Und wo wir uns besonders freuen, dass auch die Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel dazu als Partner gewinnen konnten. Der Dreiklang von Forschung, Lehre und Infrastruktur wird den weiteren Weg der SUB gemeinsam mit ihren lokalen, niedersächsischen, nationalen und internationalen Partnern mitbestimmen. Und es ist uns eine besondere Freude, dies heute mit Ihnen gemeinsam in dem Festtag feiern zu dürfen. Herzlichen Dank.